Hallo ihr Lieben, ich habe heute das erste Video aller Zeiten für mich, was ich drehe. Dass das nun gerade ein Craft-Update sein wird, hätte ich nicht gedacht. Aber so ist es nun mal. Und zwar möchte ich euch gerne mal meine Gießharz-Teile zeigen, die ich so in den letzten Wochen gemacht habe. Es ist nicht so viel, weil ich auch nicht so viel dazu gekommen bin. Zusätzlich ist das Gießharz mir dann noch ausgegangen und weil ich bloß bei eBay Kleinanzeigen was bestellt hatte. Da hat eine ihr Gießharz verkauft und da habe ich das bestellt. Da war jetzt auch nicht mehr, die Flaschen waren nicht mehr ganz so voll. Und deswegen ist jetzt halt nicht so viel dabei rumgekommen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch das gerne mal zeigen. Und zwar die Pfötchen, die altbekannten, üblichen Pfötchen. So, weil es ist natürlich jetzt gerade das Licht nicht so toll. So. Aber es geht schon, oder? Ja, bei meiner Silikonform waren dann auch diese Knochen dabei. Kann ich jetzt nicht so richtig was mit anfangen, aber die waren halt dabei. Deswegen habe ich es einfach mitgegossen. So. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen. Das bei den roten Pfötchen ist das gelb, orange, wie auch immer, sehr schön glitzerig und das rot schimmerig. Sieht man jetzt aber nicht so gut. Bei denen genauso. Das weiß ist schimmerig, das rot ist glitzerig, aber man sieht es nicht so richtig. Ja, ich muss mir mal was überlegen, wie ich das am besten mache, wenn ich damit jetzt wirklich loslegen möchte. Dann die hatte ich, da hatte ich nicht mehr genug, da ist mir das Herz ausgegangen. Die sollten eigentlich mehr vermischt sein. Hier hinten hat es ziemlich gut geklappt. Aber dann hat sich das zu sehr das Blaue durchgesetzt. Aber gut. Kann ich jetzt, das ist das Einzige, was so geworden ist, so ungefähr, wie ich es haben wollte. So. Dann habe ich diese Teile gemacht. Die sind auch alle relativ so geworden. Dann habe ich nochmal mit Weiß drüber hinten. Die sind auch so geworden, wie ich es wollte. So, das sind die. Die zwei fast am schönsten mit, ne? Und dann, wartet mal, ich muss mal kurz schauen. Ja, ich glaube, so ist in Ordnung. Jetzt schiebe ich das mal ein Stückchen beiseite. So, also ich muss dazu sagen, ich habe kein Bastelzimmer. Also wenn ich was bastel, wenn ich was mache, jetzt gerade im Sommer mit den Gießharzteilen, die habe ich zum Beispiel auf dem Balkon gemacht, weil ich da meinen Platz hatte und mich austoben konnte, mich ausbreiten konnte. Und ansonsten bin ich auf unserem Wohnzimmertisch. Ja, da liegen gerade ein bisschen Akten rum, zack, zack. ja, aber muss gehen. Geht eben gerade nicht anders. Ich versuche mal, ob es mit Licht ein bisschen besser wird. Wahrscheinlich nicht so richtig. Ja, ja, überall Leim und Zeugs. So ist es halt, wenn man am Esstisch bastelt. Dann sind das jetzt so die Teile, die ich am schönsten finde. Das sieht ja aus, ey. Entschuldigung. So. Was habe ich hier noch dabei? Ja, das finde ich am allerschönsten. Das sieht man jetzt leider gar nicht so schön. Das kommt in echt noch viel greller und ja, ist schade. Sieht man nicht so richtig. Bei Tageslicht bestimmt besser. Dann den noch. Also das beides sind sozusagen die gleichen. Ja, dann habe ich ganz viele wollte ich in Kawaii machen. Die einen sind mir gelungen, finde ich. Die anderen nicht so sehr. Ja, hier hat ja die liebe Fimo Tinker schon gesagt, dass man da ganz doll drauf achten muss, dass man ringsherum alles gut verteilt. Habe ich nicht so streng gesehen. Sah für mich grob gut aus. Beim Auspacken dann habe ich es gesehen, beim Rausdrücken, dass es eben doch nicht so toll aussieht, wenn da der Rand frei ist. Aber gut. Dafür macht man das ja auch, ne, dass man ein bisschen üben kann erstmal. Das mal.
Das ist hier, ich weiß gar nicht, wie viel mein Handy ist. Ich filme auch mit Handy, ja, total unprofessionell, ohne Kamera. Ja. Ich hoffe mal, es hält noch ein bisschen. Weil das auch ziemlich voll ist, mein Handy. Ich müsste mir da erstmal eine extra Speicherkarte holen, also beziehungsweise werde mir eine holen. Denn das hier finde ich besonders schön. Aber wie gesagt, das schimmert eigentlich alles so wunderschön und man sieht es gar nicht in der Kamera so gut. Naja. Dann was anderes, eher so in Gelb. Also ist auch hinten so gelb. Dann einmal so eins. Dann dieses. Wie gesagt, das sind meine ersten Versuche, ne? Also seid nicht so streng mit mir. Sowohl mit dem Video als auch mit meinen Gießharzteilchen. Dann das. Dann dieses. Ja, das war's dann schon. Das hier habe ich zum Beispiel bloß mit Restharz gemacht. Das könnte ich dann bloß außenrum noch verzieren. Dann habe ich eins für meine Mutti gemacht, beziehungsweise hat es sich meine Tochter rausgesucht, meine Große, dass sie das gerne der Oma schenken möchte. Und eins für meine kleine Tochter, weil die auf Heißluftballons steht, wie verrückt. Und dann habe ich hier bloß noch so ein Glas mit so ganz viel Kleinkram drin. Das würde ich jetzt aber nicht ausräumen. Ja, also wie gesagt, meine ersten Teilchen. Mein erstes Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und seid gespannt, was euch noch so alles auf meinem Kanal erwarten wird. Tschüss!